Mein Name ist Claude Englebert, ich arbeite für die Vinzenzpforte. Ich bin projektverantwortlich für das Projekt Street Smart. Street Smart ist die soziale Stadtführung, die wir jetzt mit den Gästen der Vinzenzpforte gegründet haben. Eine soziale Stadtführung, die uns ein bisschen zeigt, was in Hildesheim mit wohnungslosen und obdachlosen Menschen passiert. Ja, was passiert? Wie kommt es so weit, dass man seine Wohnung verliert? Das kann sein durch eine Suchterkrankung. Die Freundin, mit der man gerade in die neue Stadt gezogen ist, sagt, nee, das wird nichts mit uns. Jetzt wir versuchen einfach durch diese Stadtführung ein paar Leute zusammenzubringen, die sich kennenlernen und so die Toleranz ein bisschen zu vergrößern. Es führen tatsächlich Gäste von der Vinzenzpforte auch bei dieser Stadtführung führen sie Leute durch die Stadt, um ein bisschen die Stadt aus einem anderen Blickwinkel mal zu zeigen. Für viele, die auf der Straße leben, die einzige Möglichkeit, außer natürlich schnorren, was auch nicht jedermanns Sache ist, sich irgendwo hinzusetzen und die Hand aufzuhalten, dann wird halt Leergut gesammelt. Und das ist schon mal ein guter Ansatz. Ja, ich bin Sven, ich bin auch Gast hier der Vinzenzpforte. Ich gehe hier oft regelmäßig mittags zum Essen hin. Ja, dann bin ich halt auf dieses Projekt Street Smart Stadtführung aufmerksam geworden und seitdem arbeite ich da halt mit. Das hätte mir halt auch ganz leicht passieren können, gerade im Umstand mit Alkohol, wo einem oft oder mir auch oft einfach vieles egal war, ich gar nicht in der Lage war, mich wirklich um die rudimentärsten Sachen für mich zu kümmern. Hätte mir das ja, ich hoffe, dass viele Leute ein Verständnis dafür haben, sich vielleicht auch einfach mal 5 Minuten Zeit nehmen, sich mit einem Obdachlosen zu unterhalten. Denn oft sind es auch die menschlichen Begegnungen, die den Leuten fehlen. Also nicht nur, dass sie Geld brauchen, um den Tag zu bestreiten, sondern auch einfach mal ein Gespräch, wo man einfach mal 5 Minuten, 10 Minuten mit denen redet. Vielleicht, wie man denen noch helfen kann, was sie wirklich dringend brauchen. Und einfach mal sie als Menschen auch wahrnimmt und nicht nur dran vorbeigeht. Ich wurde vorhin gefragt, ob jeder Bettler auf der Straße immer einer Bettelbande angehört. Und nein, das ist nicht so. Aber einfach mal den anderen Personen fragen, einfach sich auf ein Gespräch einlassen und herausfinden, was das für eine Person ist. Das ist schon mal so ein Aspekt, wo die Menschen mehr zusammenkommen könnten. Ich hoffe, dass alle, die hier mitmachen, ein bisschen offener werden.